Munition transportieren wir eine gefährliche Fracht von London nach Grimsby. Und wer wäre dafür besser geeignet als ich? Der beste Fahrer, den es überhaupt gibt. In meinem schönen Mercedes. Und damit willkommen zu einem neuen Part vom Euro Truck Simulator. Nummer 2. Ich guck mal wieder nach vorne, sonst geht das noch schneller schief, als wie ich denke, dass es schief geht. Zum Glück kann sowas, also ich hoffe, hier kann sowas nicht explodieren, oder? Ich bin mir sicher, dass hier nichts explodieren kann. Was auch gut ist. Denn manchmal habe ich ja so einen klasse Fahrstil drauf, der kann keiner mithalten. Also es ist enorm, wie ich manchmal fahre. Also so gut müsste ich einen Preis für kriegen. Wir sind immer noch auf unserer kleinen England-Tour natürlich. Die haben wir noch nicht habe ich noch nicht abgebrochen. Ein bisschen über die Insel fahren. Wie schnell darf man ja eigentlich schon fahren? Darf man hier schon schneller fahren? Mach's einfach mal. Es kann ja eigentlich nur schief gehen. Also, es gibt kein Risiko. Es sind nur 550 Euro, die wir zahlen müssten. Von unseren 48.800. Dass genau so eine Zahl rauskommt, ist aber auch was Besonderes. So. Kommt einer? Ach, kann es eigentlich egal sein, wir fahren gleich wieder ab. Wir müssen ja hier drauf bleiben. Machen wir das Navi mal wieder aus. So, hier wieder kein Interface haben. Das ist nämlich auch so schön zu fahren. Das Einzige, was mich jetzt gerade noch stört, sind die FPS-Zahlen von Fraps. Die will ich auch nicht ausblenden. Die geben mir so ein Gefühl von Sicherheit, dass es gerade läuft. Ihr seht ihr ja nachher nicht. Aber okay. Das ist verkraftbar. Das ist kein großes Problem. So. Vielleicht nicht ganz so schnell hier runterfahren. Störung ist ja manchmal doch ein bisschen hakelig, was Kurven angeht. Schnelle Kurven. Dann wieder Gas geben. Auf der Autobahn. Ich muss heute noch mal gucken mit dem Verkehrsmod, das mehr rumfährt. Denn so ist es ganz schön wenig. Ich ziehe mal gleich komplett rüber, wenn die hier gleich alle rausfahren. Na, hat die Spur aufgehört. Gibst du Gas oder gibst du kein Gas? Gibst Gas. Okay. Ja, jetzt fahren wir hier mit unserem Arctos, zum schönen Mercedes. Ich kann das gar nicht oft genug sagen, dass der Mercedes schön ist. Auch wenn er nur nicht mal die Hälfte der PS-Zahlen hat von dem Volvo, den ich mir letztes Mal angeschaut habe. Aber es ist ein Mercedes. Scheiß auf Volvo. Mercedes macht schönere LKWs. Volvo schönere PKW. Kann man doch einfach so mal sagen. LKW, Mercedes, PKW, Volvo. Habe ich mich als Volvo-Fan geoutet? Oh Gott, oh Gott. Kommen manche bestimmt an. Ey, BMW ist das Geilste, was es gibt. Ja, aber auch irre teuer. Winter mit Heckantrieb. Ja, viel Spaß dabei. Aber MAN, der sieht auch schön aus. So schön im Spiegel jetzt noch mal sehen. Muss ich hier abbiegen? Nein, geradeaus fahren. Warte. So, das ist die richtige Sicht. Hoppala, jetzt sind wir doch wieder rübergekommen. Cambridge. Studieren wollen wir nicht.
Cambridge ist doch so eine gute Elite-Universität, oder? Keine Ahnung. Aber wenn ich später studieren würde, dann würde ich vermutlich in Deutschland studieren erstmal. Wegen der Sprache allein schon und naja, Fachrichtung, keine Ahnung. Ist ja auch so, ich habe auch noch 3 Jahre Zeit. Aber ich hätte schon was für Geografie übrig, also aber nicht auf Lehramt. Wie gesagt, Geografie, das hatte ich glaube ich schon irgendein Part, Geografie auf Lehramt ist irgendwie armselig. Also ich finde es blöd. Hängt man immer beim gleichen einfachen Stoff und kann nichts anderes mal machen. Wenn dann höchstens an der Universität nachher als Professor oder sowas. Ah, der hat auch so einen Trailer-Typ wie ich gerade. So ein anderes Aussehen. Ja, wenn, dann müsste ich, würde ich denn schon gerne an irgendeiner Forschungseinrichtung sein. Irgendein Institut. Ja komm, jetzt gib doch Gas, wenn du da schon neben mir hergondeln willst. Grimsby steht jetzt auch dran, ne? Kann ich das Ding ja ausblenden? Ja. Jetzt mal wieder aufs richtige Navi-Sicht kommen. 3. Drück mal F5 zum Ausblenden. Keine Ahnung wieso. Keine Ahnung. Weiß auch nicht, warum ich immer nicht so gerade gucke, sondern immer so leicht nach unten. Fahren ganz schön dicht da dran, ne? Überziehen. Wäre nicht das erste Mal, dass ich gegen die Leitplanke so ein bisschen gegenfahr. So ein leichtes Langschramm. Wenn man Geografie, dann kann man ja nachher schön Platten bewegen und sowas, schön sowas machen. Warum darf man hier nicht mehr so schnell fahren? Oh, hier kommt eine Baustelle, okay. Ich sehe wieder mein Tacho nicht. Ich kann ihn wieder nicht erkennen. Räumen wir mal hier langsam im Trott mit. Tempomat ist drinne, deshalb halte ich gerade mein Tempo so schön. Und hier wird gebaut. Und noch so leicht den Presslufthammer. Ich dachte, das ist gerade zu Ende, aber es geht noch ein Stück weiter. Tanken könnte ich auch bald mal wieder. Müssen zwar noch ein paar hunderte Kilometer reichen, aber okay. Und wir können wieder fahren. Schnappe ich mir den hier gleich mal. Müsste ein MAN sein. Ah, der kommt schneller weg. Ich komme dir gleich hinterher hier. Ich kann sowieso nicht rüberziehen, weil da einer so neben mir herfährt. Jetzt geht's bergab. Jetzt. Gib meiner Gas. Beschleunigung ist immer noch nicht die beste, muss man mal so sagen. Und Navi kann ich auch wieder ausblenden. Bei manchen ist das ja hier gleich mit integriert im Armaturenbrett. Aber ich glaube, das sind die zum Schluss die High-End-Trucks. Da brauchen wir noch ein bisschen für, ehe wir so einen haben. Was das Geld angeht und das Level. Einen weiteren Kredit würde ich nicht so gerne aufnehmen. Vielleicht nachher für den Truck, aber erstmal, also für den zweiten Truck. Für die Garage erstmal nicht.
So, jetzt haben wir unser Tempo. Da wäre eine Raststätte, aber... Oh, da wäre BP. Ja, wir sind ja auch in England. Ist ja ein Heimspiel. So, weiter geht's. Nach Grimsby. Nach Grimsby. Mit unserem schönen, unserer gefährlichen Ladung. Akku voll aufgeladen. Ladegerät entfernen. Danke für diese Meldung. Es hatte gerade eine leichte Schlangenlinie zufolge. So, sollte ich jetzt mich bücken, unter den Tisch greifen, das Ladekabel rausziehen? Ich suche einfach mal so. Nee, das ist vom Laptop. Drucker. Da. Okay. Alles cool. Hätte ich eigentlich das so machen müssen, hier unten so ein bisschen rumgucken. Ich lasse das mal lieber. Jetzt müsste ich das ja eigentlich noch rausfischen, weil das da gar nicht hingehört. Ah, ich hoffe, das hört man jetzt nicht so laut im Mikrofon. So, alles cool. Nichts passiert. So, Grimsby geht ab, aber geht auch geradeaus. Scheiße, ich brauche mein Navi. Ups, wollte ich gar nicht. Die Lichtsteuerung habe ich noch nicht so richtig verstanden, die man hier einblenden. Falsche Taste. Warum hängt mein Navi gerade so weit oben? Ach, ich muss mich gerade um andere Sachen kümmern. Sich um mein Navi. So ist das doch viel besser. So, und jetzt nochmal. Nein! Falsche Taste. F4. Das habe ich noch nicht so verstanden. Standardlicht. Abblendlicht. Fernlicht. Blinklicht. Keine Ahnung, was das macht. Ich habe da noch nicht so wirklich durchgesehen. Vielleicht weiß es einer von euch. Ich weiß es nicht. Also ich habe keine Ahnung, was man damit machen kann. Wie lange muss ich jetzt lang auf die Landstraße fahren? 55 Kilometer steht da unten. Freue ich mich ja schon richtig. Der Kreditrahmen hat mich gerade so ein bisschen erschrocken. Sorry, dass ich mich gerade mitten auf die Straße gestellt habe, Leute. Die Kreditrückzahlung. Ich dachte, was habe ich denn jetzt für eine Strafe gekriegt und habe unten aufs Navi geguckt. Und gar nicht darauf geachtet, dass ich ja eigentlich ein bisschen bremsen müsste. Aber ist alles gut gegangen. Jetzt noch 51 Kilometer Landstraße. War schrecklich, wenn die Autobahn so weit weg sein muss von so einem, vom Ort. Wenn man noch ewig fahren muss. Meistens geht's nicht anders, aber trotzdem ist es nervig. In echt sowohl als auch im Spiel. Also ich meine zwar bei 40, also das geht ja schnell hier. Das geht ja schnell. Ich habe gerade so dran gedacht, man müsste den Eurotruck Simulator mit der Planer verbinden. Diese Wirtschaftssimulation, wo man seine Spedition aufbaut. So, mit dem Menü, also das Speditionsmenü vom Planer 5 zum Beispiel,
den neuesten, hier einfach ein Spiel so integrieren. Oh, das wäre der Hammer. Das ist eine Tankstelle, ist die auf meiner Seite? Jetzt fahr ich da. Dann nehme ich die nochmal mit. Ankündigen, dass ich hier rum will. Da steht schon einer. Man ist schon durch. Ich kann leider nicht so schnell tanken. Wie oft ich mit dem Mercedes aber auch tanken muss. Mit meinem Renault Premium muss ich das nicht so oft machen. Ich muss sagen, ich bin eigentlich kein Renault-Fan. So von PKWs her und so. Aber der Renault Premium, der hat es mir angetan. Und einsortieren. Oh, da kommt noch einer. Den habe ich nicht gesehen, wo ich Gas gegeben habe. Kommt noch ein roter hinterher. Nachher noch schön in dem Racing-Design. Ich glaube, wo ich in Paris war, habe ich den LKW-Händler nicht entdeckt. Sonst hätte ich den, könnte ich den jetzt nochmal zeigen. Ah, da ist er schon vorbeigefahren. Okay. Da hat er sich gerecht dafür, dass ich ihn Vorfahrt genommen habe. Jetzt kommt ja noch ein Berg. Oder ein Hügelchen mit. Konnte ich nicht lesen, wie viele Prozent Steigung. Ah, da oben sehe ich schon die Fahne von Grimsby. Ist nicht mehr weit. Das ist sehr anstrengend für mein LKW. Auf jeden Fall sieht im Spiel der Renault Premium extrem geil aus. Wie gesagt, ich überlege, wenn ihr meinen anderen Spielstand mal sehen wollt, mein Truck und so weiter und so fort, ich kann das gerne mal zeigen, wenn ihr das wollt. Ich kann nicht einfach so mal eine Spezialfolge an einem Tag einschieben. Die normale plus ein kleines Spezial. Edel Spezial. Grimsby, ich komme. Ich schau nochmal nach Grimsby ab. Oh, ich dachte, der fährt rauf. Ich war schon am Bremsen. Ich war schon am Bremsen, um den Schaden, der entsteht, zu verringern. Denn verhindern hätte ich das nicht mehr können. Also verhindern unmöglich. Aber verringern. Das wäre noch drin gewesen. Ich glaube, im Grimsby war ich auch noch nicht. Das ist auch jetzt neu für mich. Zur Abwechslung mal wieder ein Ort. Okay, Liege war für mich auch neu. Nee, hier war ich noch nicht. Glaube ich. Das kann man sich alles nicht so merken, wenn man hier einmal war. Ist ja nicht so, dass man sich dann gleich hier auskennt. Auf jeden Fall sind die Frames in dem Ort schlicht. Aber ich glaube, wir sind übertrieben im Bremsen. Meine Außenansicht, die hat ja immer ein paar bessere Frames per Second. Gas doch! Komm, fahr! Fahr, du Arsch! Ich will auch noch rüber. Gerade noch so. Der wird schon nicht mehr geschafft. Gerade ist ein bisschen ruckelig, muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Lief doch gerade die ganze Zeit, sogar in London. Warum jetzt? Nee, in Ansicht geht gerade überhaupt nicht. Da habe ich
ganzes Ende weniger Frames. Keine Ahnung, woran das gerade liegt. Hoppala. Da bin ich ja ganz schön weit rumgefahren. So. Ja, ich habe schon längst eingelenkt, aber trotzdem ist er nochmal kurz in die andere Richtung rübergezogen. Immer so ein kleines... Keine Maßarbeit immer hier. Hoppala. Aber es reicht zum Abstellen. Und was will man mehr? Ausgezeichnet. Und es gibt sogar einen kleinen Erfahrungsbonus. Und wir sind ein Level aufgestiegen. Was machen wir denn? Fernfahrten? Dann können wir weiterfahren. Weiterfahren oder hier sowas? Dringende Lieferung freigeschaltet. Extra Verdienst. Und 30 Erfahrungspunkte. Spritsparendes Fahren. Oder wir machen Gase. Das ist gerade schwer. Ich glaube, ich mache mal Fernfahrten, dass wir ein paar längere Dinger mal drin haben. Dass wir auch ein bisschen schneller durch die Gegend kommen. Des Weiteren haben wir jetzt natürlich ja neue Ausrüstungsteile. Die Vorderräder Dark Silver und den Lampenbügel Samurai. Für Mercedes. Wenn ich es kann, ja genau das gleiche. Den MAN haben wir noch den die Auftritte. Crossroad. Volvo auch das gleiche. Genauso wie Dev. Renault nur die Vorderräder. Und Iveco das gleiche. Wie sieht's denn hier aus? Nehmen wir unsere Leistungskurve. Nehmen wir so ein kleiner Knick. 15 Aufträge abgeschossen. Abgeschlossen, nicht abgeschossen. 70 Kilometer sind wir gerade mal so rumgefahren, ohne Trailer. 5 Tage, 3 Stunden gespielt. Das sind in echt 5 Stunden, 18 Minuten. 10,49 Straßen erkundet. Das war schon was. Jetzt gucke ich mir nochmal schnell die Fragezeichen an. Das Fragezeichen, ich sehe nämlich gerade nur eins. Und dann war es das auch schon wieder mit diesem Pfad. Wie schnell das auch geht. Ich weiß, da kam einer. Aber das passt noch. Oh, die Frames haben sich gerade erholt. Hoppala. Wow, 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 wow. Das hat keinen Schaden gegeben. Hoppala, wieder das Falsche. Was ist ein LKW-Händler? Ja, nicht guck, ob einer von der anderen Seite kommt. Nein. Ein Iveco-Händler ist das hier. Den gucken wir uns jetzt mal nicht genau an. Was ich machen könnte, ist mal hier so ein bisschen nach LKW-Händlern gucken. Und zwar haben wir in Paris den entdeckt. Nein, haben wir nicht. Das war schlecht. Hier haben wir einen Volvo-Händler. Iveco. Mercedes-Benz. Def. Nochmal Mercedes-Benz. Ist Mercedes... Oh, Mercedes... Ich hätte jetzt gedacht, Mercedes ist... Ja, die Karte nicht mehr bewegen. Jetzt geht's wieder. Ist Mercedes nicht bayerisch? Nee. Aber, nee, ist Stuttgart, oder? Straßburg ist noch einer. Bern. Milano, der Scania-Händler. Gucken wir jetzt einfach mal hier hin. Wir besuchen den jetzt einfach mal. Gucken,
nochmal schnell, was für eine Trucks wir da so haben. Denn ich weiß jetzt nicht, was ich noch die paar Minuten machen soll, der Part lang ist, und deshalb muss ich irgendwas Produktives tun. Also, schauen wir uns mal den Mercedes-Händler an. Das Ding haben wir uns da gekauft, geradeaus zu. Den hier. Das ist das Ding, was wir besitzen. Der ist im Level 16 verfügbar. Ein ganzes Ende mehr PS. Sieht besser aus. Aber so ein Ende teurer. Ist natürlich logisch. Ist auch so ein riesiges Ding. Aber der sieht schön aus. Kostet 200.000. Und Level 20 ist verfügbar. Der sieht ein bisschen blöd aus. Wie in diesem tiefen Dach finde ich irgendwie nicht so schön. Aber der sieht wieder schön aus. Ist auch erst Level 20. Aber der hat schon was. Der aber auch. Muss man mal so sagen. Das Dach geht auch. Von der Form her. Mercedes ist das... Der sieht geil. Der sieht auch nicht schlecht aus. Und so. Muss ich gerade noch so anmerken. Mercedes gibt es den zweiten erst ab Level 16, so wie das aussieht. Nicht ab Level 12. Ah ne, der ist schon ab Level 14. Ja, ist der Level 20er. Der ist auch ab Level 14. Okay, es gibt die also auch. Also ab Level 14 gibt es erst hier den nächsten. Nicht so wie... Wie beim... Volvo-Händler bei 12, sondern bei 14. Gucken wir uns jetzt nochmal die von Scania an. Dass wir mal so alle großen Verkaufsräume durch haben, die wir kennen. Die wir schon entdeckt haben. Beim anderen Mercedes-Ding wird bestimmt nur das gleiche drin stehen. Scania finde ich, die sehen auch gut aus. Die anfänglichen nicht so. Ist ja hier das Standardding. Ab Level 10 ist der sogar schon verfügbar. 150.000. Fehlen uns ja nur noch gute 100.000. Ist ja nicht viel, also... Ist auch am Level 10 verfügbar. Kostet ein bisschen weniger. Das ist... Oh, Level 25. Das ist schon Premium. Ich glaube, das ist... Der beste Truck im Spiel, wenn er Level 25 erst freigeschalten ist. Level 20 sieht aber nicht so schön aus. Level 18 und der sieht auch geil aus. Auch in der Farbe, muss man mal so sagen. Wenn der jetzt noch Rundumleuchten drauf kriegt und wenn dann schön mit dem Tieflader hinten dran, ne? Sieht bestimmt geil aus. Und dann haben wir den hier noch, den Scania Air Highline. Level 16. Und dann wieder unseren ganz normalen Topline. 178.000. Na gut, gab Level 12. Das ist keine Kackding. Verfügbar ab Level 0, ab Level 1. So, Scania. Iveco haben wir uns jetzt nicht angeguckt. Da haben wir auch noch keinen großen. Den Renault-Händler haben wir noch gar nicht gefunden. Hier ist noch ein DAF-Händler. Und die habe ich mir noch gar nicht richtig angeguckt. Ja, ich möchte mir den mal angucken. Wo ja auch bald die Lizenz für erscheint. Nochmal so als kleine Anmerkung.
Die habe ich mir schon mal angeguckt, die habe ich ihn doch schon. Aber klassische Form sieht aber trotzdem schön aus. Ah, das ist der billige hier. Level 10. Sieht aber nicht ganz so schön aus. Da finde ich den ab Level 12 schon besser. Und das ist hier denn der schönste, würde ich jetzt mal so behaupten. Oder? Ah, die nehmen sich nicht viel. Die sind beide gut. Und der ist schon ab Level 10. Ah, und das Ding geht auch. Da fehlt aber noch so das gewisse Etwas im oberen Bereich. Was willst du erwarten? Kostet nur 94.000. Und dann würde ich mal sagen, Mails könnten auch mal wieder kommen. Wir haben noch nicht viele. Würde ich mal sagen, das war's für diesen Part. Wir haben da schon eine Bewertung von 2,5. Gucken wir mal kurz in den Firmenmanager. Täglicher Durchschnittsprofit 12.685. Profit der letzten Tage 75.000. Und das ist über dem Budget, was wir hier eigentlich kriegen könnten. Leider können wir nichts anderes machen. Und aufrüsten können wir auch noch nicht, weil es 180 Kröten kostet. Wir haben 55.800. Okay. Das war's für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao!